Fußballfreunde, präsentiert durch die Lena Brauerei Rosenfeld. Jetzt für Sie die obligatorische Pressekonferenz, die Sie bekanntlich auch im Albstadion Außenraum mitverfolgen können. Darf recht herzlich begrüßen den Trainer unserer Gäste, Mario Estasi, und den Coach des 1607 Albstadt, Markus Pleuler. Ja, liebe Fußballfreunde, wir haben heute bei größtenteils Regner und freien Witterung ein sehr interessantes Spiel, vor allen Dingen Tor die Partie erlebt. Und wie immer überlasse ich das, was das Spiel als solches anbelangt und die Statements dem Trainer, und darf deshalb jetzt das Mikrofon überreichen an unseren Gästetrainer Mario Estasi mit der Bitte, das Spiel aus seiner Warte zu erläutern. Bitte. Erstmal Glückwunsch an den Markus und seine Mannschaft zu dem 4-0-Erfolg. Sehr deutlich vom Ergebnis her. Ich muss sagen, für mich war es nach der ersten Halbzeit eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, weil wenig herausgespielte Torchancen entstanden sind, vor allem von der Heimmannschaft von Albstadt. Wir haben auch nicht oder gar keine Torchancen groß gehabt und dann aus einer unglücklichen Situation heraus, wo wir Albstadt zum 0-1 oder 1-0 für Albstadt einladen, geraten wir ins Hintertreffen zur Halbzeit 1-0. Es war ein Nackenschlag kurz vor der Halbzeit. Wir versuchten dann in der zweiten Halbzeit noch mehr, sag ich mal, den Bereich in das vordere Drittel zu spielen, in die Box reinzubekommen. Da waren wir leider nicht durchschlagskräftig genug. Und leider haben wir uns dann selber geschwächt durch eine gelb-rote Karte, die gelbe Karte durch eine, sag ich mal, eine Rudelbildung, wo, glaube ich, zweite Spieler die gelbe Karte bekommen haben und dann mit seinem ersten Foul bekommen wir die gelb-rote Karte auf diesem schwierigen Platz, also sehr tiefer Platz, war das ja sehr, sehr schwierig, dann hier nochmal Impulse zu setzen, weil der Platz auch sehr, sehr viel Kraft gekostet hat, glaube ich, in beiden Richtungen. Und das hat man Albstadt gemerkt, das hat man uns angemerkt, und nach dem 0-2, wo man, sagen wir mal, unglückliches 0-2, glaube ich, aus dem Pressschlag herauskommt, der Ball in die Gasse rein, liegen wir 0-2 hinten. Was danach passiert, ja, das waren dann weitere zwei Geschenke. Also ich glaube, Albstadt kann heute Dankeschön sagen an unsere Mannschaft, weil so leicht Tore zu erzielen, ja, macht man es nicht jede Woche. Und dementsprechend, das Ergebnis ist deutlich, 0-4, hört sich deutlich an, meiner Meinung nach, wie es war, vor allem nach der ersten Halbzeit, weil wir vor allem in der 82. Minute erst das 0-2 bekommen haben, aber danach waren die letzten 8 Minuten, sage ich mal, sehr, sehr ärgerlich für uns, weil wir ja unnötige Tore bekommen haben, und vor allem waren es teilweise haarsträubende Fehler, Vorlagen zu den Toren, und das müssen wir uns selber anhaften. Also trotzdem Kompliment an Albstadt für den 4-0-Sieg. Ich denke mal, es tut Albstadt gut. Für uns wird es eine schwierige Woche, weil wir jetzt 3 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben, oder 4 Spiele sogar, und müssen wir aufarbeiten. Und, sage ich mal, gewisse Sachen ansprechen, was gar nicht geht, und gewisse Sachen, die wo vielleicht in der ersten Halbzeit positiv waren oder 70 Minuten positiv waren, die müssen wir weiter ausbauen. Vielen Dank, Herr Estasi, für die ausführlichen Erläuterungen. Ich darf an dieser Stelle auch noch recht herzlich Sandro Vitale begrüßen, der heute für beide Lokalzeitungen schreibt. Ja, kommen wir zum heutigen Erfolgscoach, nämlich Markus Pleuler, der bitte jetzt das Spiel aus seiner Warte seziert, oder seziert, besser gesagt. Bitte, Markus. Ja, zuerst mal ein riesen Kompliment an die Mannschaft, auch Glückwunsch zu einem deutlichen 4-0. Ich habe das ja schon vor dem Spiel gesagt, dass es heute auch ein Geduldsspiel wird, dass wir mit Sicherheit nicht so viele Torchancen bekommen. Aber heute war so ein Spiel, was ich noch nie hatte gegen Böblingen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren, weil ich denke, über 90 Minuten hat, glaube ich, Böblingen eine neue Torchance gehabt. Oder eine klare Torchance, wo es vielleicht ein bisschen hätte noch mal irgendwann können. Das war kurz nach der Halbzeit, wo Böblingen ein bisschen Druck gemacht hat, wo wir auch nicht so gut aus der Kabine gekommen sind. Wo wir auch, glaube ich, 3 Eckbälle oder 4 Eckbälle hintereinander. Aber sonst hatte ich nie das Gefühl, dass man das Spiel verliert. Und wie gesagt, klar, Tore entstehen durch Fehler. Die haben wir vielleicht dementsprechend auch gut vorbereitet. Haben die natürlich auch genützt heute, die Fehler, was wir die letzten Spiele nicht gemacht haben. Aber so ist Fußball. Heute haben es wir mal
ausgenützt. Letztes Mal hat es der Gegner ausgenützt. Ich denke, das gleicht sich immer wieder aus. Auch Böblingen wird mal andere Spiele haben, wo es vielleicht dann in die andere Richtung geht. Aber wie gesagt, man muss einfach auch erkennen, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist. Also das war einfach nach so einer Niederlage in Laupheim, muss man da einfach den Hut ziehen. Hat sich wieder gefangen, hat gesagt, okay, heute müssen wir das wieder ausbügeln, was man schlecht gemacht hat in Laupheim. Und das haben sie gemacht. Und wir haben natürlich dann auch die Qualität, solche Tore zu erzielen. Man sieht jetzt, glaube ich, das dritte Spiel mit 4 Tore. So kann es weitergehen, weil dann muss nicht zittern. Natürlich wäre es besser früher, nicht in der 82. Klar, jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir das richtig einschätzen. Und nächste Woche haben wir ein schweres Auswärtsspiel in der Karenz und dann müssen wir genauso auftreten. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir da nicht leer nach Hause fahren. Böblinger wünsche ich natürlich für die nächsten Spiele viel Glück und man sieht, die Mannschaft ist ja eingespielt und wird auch da wieder rauskommen. Danke. Vielen Dank, Markus. Sind Fragen der Presse an beide Trainer? Die scheinen nicht der Fall zu sein. So nutze ich zunächst noch die Möglichkeit, die Resultate von heute nochmals bekannt zu geben. FSV 08 Bissingen, FV Olympia Laupheim 5:2, 1. Böblinger SV, FC Gärtringen 5:3, Sportfreunde Schwäbisch Hall, FC Wangen 3:1, Neckarsulmer Sportunion, TSG Backenland 2:1, 1. FC Normanniak Nürn, VfL Nagold 2:0, TSV Berg gegen den VfB Neckar Rems 0:1 und FV Rot-Weiß-Weiler gegen den TSV Essingen 2:5. Dort stand es übrigens, wie während dem Halbzeitjournal bereits bekannt gegeben, 2:0 für Weiler. Damit hat also der Spitzenreiter das Spiel noch deutlich für sich umgedreht. Und jetzt ganz wichtig, liebe Fans in der Region, bitte nicht vergessen, kommenden Samstagabend, Zollernalbhalle, Face Coverband, da ist was los, ab 21 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf. Und zwar zum Preis von 9 Euro, erhältlich beim Zollernalbkurier in den Geschäftsstellen Ebingen, Teilfingen und Balingen, sowie beim Schwarzwälder Bote, Geschäftsstelle Ebingen, last not least, bei HM in Winterlingen. Und ganz zum Schluss hat sich auch noch zum Vorverkauf entschlossen, das Studio Bestform in Ebingen. Dort gibt es also den Vorverkauf, wo Sie sich mit Tickets eindecken können. Und es gibt Karten an der Abendkasse für 10 Euro. Face ist echt eine super Band. Wer es noch nicht weiß, der sollte sich bitte nächsten Samstag, 18. Oktober, ab 21 Uhr in der mit Sicherheit proppenvollen Zollernalbhalle davon überzeugen. Wir freuen uns auf riesige Resonanz. Herzlichst, Ihr FC 07. Das war's von dieser Stelle aus. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen. Danke. So ein Spiel habe ich selten erlebt. Also haben wir viele Spiele gehabt bis jetzt, ehrlich, wo wir wirklich aus Fehler Tore gekriegt haben und Spiele verloren haben. Sonst könnten wir wirklich, aber wenn es bloß 3 Punkte sind, wäre es wirklich so. Ja, heute war es gravierend.